So, liebe Leute, weiter geht's heute mit Grid und der Historic GT Championship. Und wie gesagt, ich sag mal, ja, das könnte das Finale heute sein. Ich glaube, ja, so viel haben wir. Also, wir haben heute ein paar Rennen von 2 und 3, 1, 4, 4, okay. Und dann haben wir 4 nochmal und dann 1. Ja, ich glaube, wir kriegen es heute hin. Wir kriegen das Spiel heute komplett durchgezogen. Und dann sind wir Thema Grid auch abgeschlossen. So, okay, gehen wir rein. In die Historic GT Championship. Wir fahren diesmal den Ferrari, würde ich sagen. Jetzt waren wir die Ford GT gefahren, meines Wissens, und jetzt geht's weiter. So. Naja, starten mal. Vierter Platz ist unser Teamkollege, da bin ich auch ziemlich froh darüber, dass der wieder vorne steht. Mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Ich denke, es wird interessant, Alex. Eröffnungsrennen. Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen. So, erste Rennen läuft, 4 Runden, 2, irgendwas Kilometer sind. Das wird dann reinwärts gar nicht gesehen. Aber egal, wir schauen mal unser Bestes. Okay, auf Polen. Ich versuche es weiterzugeben. So, die nächste kommt okay, ja nicht, aber das heißt. Das wird angegriffen. Hier in Österreich sind wir sterben. Wir sind zumindest auf 10 schon, ne? Ja, da haben sie sich auf 2 mit reingedrückt. Scheiße, oh Mann! Ja, danke, oh Mann! Danke, dass du mir... Danke, dass du mir das Rennen versaust. Ach, geht doch schon gut los. Indem man einfach, wenn ihr noch in die Seite reindrückt. Aber warum auch immer der sich dann so weggedreht hat. Wir waren schon gut dabei und da muss man unbedingt noch einen in die Seite reinfahren. Hauptsache der jetzt raus. Ja, das Auto kann ich mir nicht verkaufen. So, Teamkollege auf 1, zumindest ein bisschen das hat er im Griff und wir müssen jetzt. Runde 1 ist vorbei und du bist etwas langsam. Ja, schön für euch. Man weiß, wie es passiert in Ungarn, einen, aber. Ich bin jetzt erwischt. Na, ja, gab es auf jeden Fall einen Überschlag. Ihr könnt euch gerne bekämpfen hier, aber das interessiert mich gerade nicht. So, jetzt führen wir zumindest mal. Also, jetzt führen wir nicht. Ach, genau, den Sack. 9:03. So, wir sind jetzt zumindest mal schon in Runde 3, aber wir sind nur auf Platz 11. Also, wir müssen jetzt nach vorne gehen. Mal gucken, was da wirklich ist in diesem Rennen. Den Sprung wahrscheinlich ganz nach vorne wird es wahrscheinlich nicht geben. Warte mal. Mein Gott, du bleibst aber auch stehen in der Kurve. Ich hab noch nicht mal. Ach Mann, ich fahre mal nie vorbei, kriegt halt die Strafe oder was? Das ist die letzte Runde. Ja, lass uns etwas an Boden gut machen. Bleib doch stehen, Mann! Verstanden. Angreifen. Ich geb's weiter. Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Thank you.
Vierter Platz, ey. Na, ich hab's auch noch. Mann, ich fahr doch nur innen vorbei und krieg direkt die Strafe. Wo kriegst du die denn, ey? Mit dem Motto, du darfst definitiv nicht irgendwie gewinnen. Einen verdienten Sieg, also, was heißt verdienen, da meine glücklichen Sieg noch irgendwie vorbeigeht. Und aber weil die auch einfach stehen bleiben teilweise in der Kurve. Naja. Wir haben ja noch drei Rennen. Noch zwei Rennen, also alles ist gut. Es nervt nur halt einfach, wenn du weißt, wie sowas wieder abgenommen wird. So, egal. So, okay. Halt Nummer 2 führt uns nach Silverstone und diesmal Gott sei Dank kein Regen. Auf Platz 1 steht ein anderer Fahrer. Wir sind auf 2 und 4. Oh, gut. Das gefällt mir. Willkommen in Silverstone, meine Damen und Herren. Wir haben ein tolles Event der Grid World Series auf einer großartigen Strecke. Kristen, worauf müssen die Fahrer hier gefahren? Ja, haben sie auch ein erfolgreiches Rennen. Los, Platz, rennen wir 2, 3 Runden in den Silverstone. Los geht's. Der Start ist so nicht erfolgreich, dass keiner hätte, aber ich krieg dich noch. Von der 80. Also. Erste Runde gab es zumindest mal einen kleinen Kontakt. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. So, gib mal ein bisschen okay, mit nach vorne. Angreifen bestätigt. So, wir führen momentan erstmal ein Rennen an. Silverstone, das Rennen, das wir ja heute Abend auch noch in der Formel 1 fahren, also ich. Ja, wenn diese Folge rauskommt, wisst ihr gar nicht, wo weit wir sind, aber wir sollen sie da durch sind. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, die Folge rauskommt, sind wir schon im März, Richtung schon im März unterwegs. Und das war alles andere super. Nein, das ist noch nicht die Stadt gerade, oder? Nö, eigentlich nicht. Der Kollege, der versucht jetzt ein bisschen ranzukommen, aber momentan fühlen wir mit 2 Autos vorne. Ich habe noch von der Wien, wir schon auf den Dritt platziert und das ist auch gut. Im letzten Rennen haben sie uns dann doch noch den Sieg abgenommen, das ist 2 Sekunden, aber am Ende sind sie Platz 4 gewesen. Jetzt geht's in Runde 2. Naja, alles gut. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Das Rennen lief am Anfang. Das vierte Rennen lief schon ziemlich beschissen am Anfang, aber jetzt. Danach mit Platz 4 kann man. Ist okay. Ach man, muss man dann unbedingt dann noch sich drehen? Hat der Motto, du darfst definitiv heute kein Rennen gewinnen mehr. Ach man, schieß mich doch ab, ey. Es gibt keine höhere Position zum Angreifen. Und das war für deine letzte Aktion, du Idiot. Also das war letztens, wurde mich da rausgehauen. Also hier hab ich eine Strafe gekriegt am Ende. Ah man, ey, jetzt ärgere mich gerade, dass ich jetzt den... Die Führung verloren hat. Ach, bin ich nicht im Weg. Ja, und der momentan führende ist unser Teamkollege. Nach diesem blöden Dreher am Ende, der uns momentan die Spitzenposition versaut. In der letzten Runde, also noch ist alles gut. Ich fand es aber ein bisschen zurück gerade.
ich komme nicht an, momentan Position. Jetzt sind wir zumindest wieder ein bisschen dran am Auto. So, wir führen. Nein, renn mal an. Ja. Bleib in Führung. Letzte Runde. Ja, ja, alles gut. Wenn mir das Spiel nicht sagt, nö, dich drehe ich hier noch schnell weg. Hoffentlich wir. Aber ich muss jetzt echt ein bisschen vorsichtig sein mit dem. Wegen. Gib mir mehr. Grip irgendwie. Okay, angreifen. Ich geb's weiter. Ich versuche mal, das kann wiederholen, jetzt sind sie Doppelsieg hier. Im Moment ist Angreifen nicht möglich. Hier geht's jetzt gleich. Ach, das ist die tatsächlich original. Ah ne, wir fahren auf die Alternativstrecke. Also die Alternativstrecke. Wir fahren in die Alternativstrecke. Ich hatte sie gerade. Weil das ist hier eigentlich. Das sieht der Formel 1. Die Formel 1 Boxengasse hier. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, hier beim Anbrennen, dass er nicht wieder weggeht. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Ja, ja. Okay, Angreifen bestätigt. Also das ist jetzt wieder die letzte Kurve, ne? Müsste jetzt eigentlich in Richtung Schatzigerade gehen und dann müsste es eigentlich durch sein. Und dann dürfen wir das eigentlich irgendwann machen, das zweite. Ja. So, wenn nichts weiter passiert, passiert nicht. Wir sind haben das Rennen gewonnen. Oh, was hat dieses kleine Mal hier? So. So. So, letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Japan. Das war eindeutig ein West Coast. Kurz, nicht Coast. Aber ich starte einfach mal vorne und Teamkollege war von L, okay, aber den hole ich mal ein bisschen vorne. Ich versuch's weiterzugeben. Wir haben Angreifen scheint gerade nicht möglich zu sein. Wir haben den Start geschafft. Ja, das Auto ist ziemlich ruhig auf der Achse, muss ich sagen. Das macht auch dieser. Immer wieder diese Dreher aus. Ich muss gerade kurz. Jawohl, passt. Diese Dreher, die machen das so ein bisschen. Ja, auch teilweise. Ja, das sind die Gründe für die Dreher. So ist es richtig. Mein Gott. Ja, drei Runden Japan heißt es heute wieder. 3,48 Kilometer ist diese Strecke lang. Und wir versuchen natürlich den Sieg hier nach Hause zu holen. Und haben wir wahrscheinlich sogar das Finale hier in Grid. Es sind halt drei. Na gut, es sind 2-1er dabei, das geht schon irgendwie. Mal gucken. Was heute läuft. Ja, ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie wegrutschen. Ich hab über die Spoon und jetzt geht's hier nicht so gleich gegen den. Wir haben gleich die Ringe 130 R. Und da ist schon gleich die Stadtzielgerade.
4. Also es geht guter jetzt Start. Bleib an der Spitze. Runde 2. Jetzt geht's hier schon fast Richtung Finale Runde. Richtung Finale. Nämlich letzte Runde gleich. Und jetzt sind wir hier eigentlich mal ohne Probleme durchgekommen und hoffen, dass wir das auch ohne Probleme weiterschaffen. Die wurde wieder auf das gefällt mir angreifen. Nicht. Ich geb's weiter. Damit versaut er sich letzte echt. Letzte Runde. Verteidige deine Führung. Damit versaut er sich dann teilweise echt das gute Ergebnis. Ich glaube, zweimal Zweiter so geworden in den Rennen. Das wird er hier in der letzten Runde wahrscheinlich nicht erreichen. Aber mal gucken, was am Ende noch rauskommt. So, nur auf 13 jetzt, also einer vorbeigerutscht. An 14. Aufpassen, nicht irgendwie einen Scheiß bauen, dass wir hier rausrutschen. Ne? Dass wir das Ding hier nach verlieren. 14 also momentan, also das wird nicht... Ja, dann jetzt hier noch schnell die Anlage und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Ich habe Anweisungen gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, es wird angegriffen. So. Ja, es wird nicht werden wegen 13 Namen. Mehr wird er nicht mal recht. Vielleicht ein bisschen Glück bis 12. Und wir sind nämlich durch. Wir gewinnen unser Rennen hier in Japan. So. Okay, dann sind wir hier durch. Platz 12 ist er nämlich nur gewonnen. Ja. Wir haben es sehr nach uns gefahren. Um 8 Sekunden. 8 Sekunden Vorsprung gehabt. Passt. Auf jeden Fall. Erstmal. So. Dann haben wir das Ding auch durch. Und leider hat es tatsächlich unser Teamkollege auf 2 zweiten Plätzen nicht vorne mit dabei geschafft. Nicht vorne mit reingeschafft. Schade. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er das packen kann. Und ich hoffe, dass wir das Thema mit dem Historic jetzt nicht mal irgendwann durchkriegen. Nein, es geht weiter. Mit dem Historic GT gab es immer nur ein Rennen und das sehen wir uns dann morgen an.